avresti scommesso tu su di noi, mi vendi un sorriso tu se lo vuoi, cantare, sognare, sperare così. Im März 1982 führt uns eine Reise nach Lanzarote, der viertgrößten der Kanarischen Inseln, deren Landschaftsbild vom Vulkanismus geprägt ist. Bemerkenswert an Lanzarote sind die vielen vulkanischen Überreste. Die Erde selbst besteht häufig aus schwarzem Lavastaub, von dem sich die weißen Häuser in ihrem typischen Stil erstaunlich abheben. Jedem Ausflug in die Feuerberge gehört selbstverständlich auch der Kamelritt. Es ist schon ein ungewohntes Gefühl, auf dem Rücken eines Kameles einen steilen Pfad zu erklimmen. Fast immer hat man den Eindruck, man würde gleich auf der Seite herabrutschen. Sauber und sehr aufgeräumt wirkt die Insel. Jedes Grün scheint dem Boden abgerungen. Es wirkt irgendwie ein wenig deplatziert. Und trotzdem hält sich das Auge immer wieder an den weißen Flächen der Häuser und an den kleinen grünen Sträuchern fest, die sich von der Aschelandschaft so erstaunlich abheben. Da der Boden karg ist, war früher ein Hauptexportartikel dieser Inseln das Salz, das in Lagunen direkt aus dem Meer gewonnen wird. Das Wasser wird in flache Becken geleitet, in denen es dann verdunstet und eine Salzschicht zurücklässt. Diese braucht dann lediglich noch gereinigt und gebleicht zu werden, bevor sie versandfertig ist. Manchmal schmilzt so die Kanik und sagt ja, und dann wieder nein. Wie auch immer du willst, ich vergebe deine. Mädchen, liebes Mädchen, du bist wie das Meer. Und schiff, wo ich hieb, lieg ich an deinem Strand. Plötzlich
Die Küste ist zerklüftet. Die Lava ist hier, wie deutlich zu sehen, ins Meer geflossen und hat in Gasblasen skurril wirkende Höhlen, in denen heute das Meer brandet, zurückgelassen. Eines der größten Sehenswürdigkeiten, soweit man diese an Sehenswürdigkeiten sicherlich nicht arme Insel ohnehin danach klassifizieren kann, ist El Golfo. El Golfo ist der Rest eines Kratersees, der inzwischen vom Meer auf der einen Seite begrenzt wird und auf der anderen Seite eben jener El Golfo, dieser giftgrüne Kratersee. An dieser Stelle findet man mit ein wenig Glück aus dem Meer aufgeschwemmte Olivine, das sind Halbedelsteine. Zu jedem zünftigen Ausflug nach Lanzarote gehört selbstverständlich auch ein Besuch der Feuerberge. Hier werden kleine Kunststücke vorgeführt, die zeigen, dass bereits einen Meter unter der Bodenoberfläche die Temperatur heiß genug ist, um einen Strauch zu entzünden. Es dauert einige Augenblicke, dann flammt die Flamme empor. Derselbe Effekt wird dann an anderer Stelle mit Heißwasser demonstriert. Nach einigen Augenblicken steigt eine Dampffontäne in die Luft und erschreckt die Zuschauer. Die Fahrt durch die Feuerberge gleicht der Fahrt über eine Mondlandschaft. Die Landschaft ist geprägt von Vulkanausbrüchen, die sich um das Jahr 1740 zugetragen haben. Für einige Jahre war dieser Teil der Insel völlig unbewohnt. Auch im 19. Jahrhundert gab es noch einige Vulkanausbrüche, die die ganze Landschaft mit Asche und Schlacke überschüttet und geformt haben. Einigen Stellen sieht es aus, als sei gerade ein riesiger Hochofen entleert worden. Das ganze Gebiet dieser Vulkanausbrüche um den Timanfaya, den höchsten Vulkankegel herum, ist seit einigen Jahren Naturschutzgebiet. Man kann es im Prinzip nur im Wagen oder mit offiziellen Führungen besichtigen. So bleibt diese Naturlandschaft so erhalten, wie sie seit zwei Jahrhunderten dort liegt. Bei der Form des Ackerbaus auf Lanzarote handelt es sich um einen Trockenackerbau. Auf die Lavaasche wird eine andere Form körniger Asche aufgetragen, das sogenannte Picon, das in der Nacht die Luftfeuchtigkeit speichert und sie so weitergibt. Die kleinen Mauern dienen als Schutz gegen Windverwehungen.
auf Lanzarote gedeiht. Wein, Gemüse und ansonsten eben an Stellen, wo sie vom Wind und vor der Austrocknung geschützt werden, Büsche, Hibiskus und Palmen. Haustiere auf Lanzarote sind als Lasttiere die Kamele, ansonsten Ziegen und vereinzelt einige Schafe. Es muss für die Landwirte ein schweres Leben sein, hier dem Boden im ewigen Kampf mit der Erosion etwas abzuringen.
größter Badeort der Insel ist Puerto del Carmen, das sich entlang einem schönen Sandstrand über einige Kilometer erstreckt und heute fast der einzige Ort ist, an dem man als Tourist auf Lanzarote eine Unterkunft finden kann. Unser zweiter Ausflug führt uns in den Norden der Insel. Wir besuchen die prächtigste Kirche, die Lanzarote aufzuweisen hat, mit ihren vielen Heiligenbildern und fahren dann weiter in den Norden. Der Norden ist etwas grüner als der Süden der Insel. Hier findet man an den Bergen auch schon einiges Gebüsch und eine karge Gras- oder Blumendecke. Berühmt ist diese Gegend wegen des sogenannten Tals der 1000 Palmen. Wenn man sie nachzählen würde, bin ich aber nicht sicher, ob diese Zahl tatsächlich erreicht wird. Hier oben im Norden befindet sich auch ein Ausflugslokal, das von César Manrique entworfen worden ist. César Manrique ist ein berühmter Künstler und die prägende Figur in der touristischen Entwicklung Lanzarotes. Von diesem Ausflugslokal, das hoch in den Felsen eingerichtet ist, hat man einen bezaubernden Ausblick auf die Insel La Graciosa, die mit ihren hellen Stränden zum Baden einlädt. In den vergangenen Jahren sind auf La Graciosa auch einige Häuser entstanden, so dass man dort jetzt Unterkunft findet. Zuvor gab es hier allein einige Fischerhütten.
auch diese Schildkröten gehören zu den Bewohnern des Nachtclubs. Einem gemieteten R5 machen wir einen Ausflug in den Süden der Insel. Unser Ziel sind die traumhaften Strände vom Papagayo. Ganz nah kommen wir diesmal an den Salinen vorbei. Lanzarote sind tatsächlich traumhaft. Man fühlt sich wie in die Südsee versetzt. Am Horizont erkennt man die zweitgrößte Insel der Kanaren, Fuerteventura. Die Straße, die zu diesen Stränden führt, ist tatsächlich allerdings nur ein Kernweg. Man kann nur sehr langsam fahren, sonst würde es an. Steine prasseln an das Bodenblech. Der Untergrund ist trockener Sand, was bedeutet, dass das Fahrzeug in den Kurven leicht wegrutscht. Wir möchten den Tag, an dem wir ein Fahrzeug zur Verfügung haben, noch dazu benutzen, noch einmal nach Norden, um das Gebiet der Timanfaya-Feuerberge herumzufahren. Am El Golfo schürfen wir nach Olivinen und werden diesmal tatsächlich auch fündig. Feel like a new man. It's like
letzten Tage verbringen wir dann am Strande von Puerto del Carmen. Bemerkenswert ist, wie weit das Joggen in diesem Jahr um sich gegriffen hat. Die meisten Leute, die man sieht, sind immer gerade am Laufen. Schon sind unsere 14 Tage Lanzarote vorbeigegangen. Wir sitzen in der Empfangshalle des von Manrique gestalteten Flughafengebäudes und warten darauf, dass unsere Maschine uns wieder zurück nach Deutschland bringt.